Hallo, willkommen zu einem neuen, zu einer weiteren Fortsetzung in Conan Exiles. Leider bin ich allein. Otto ist nicht da, mein Sohn ist krank, liegt im Bett und schläft. Sieht gar nicht mal so gut aus. Ach, dieses Viehzeug, das ist so nervig. Noch eins. Na hallo. Macke. Hä? Ich habe mein Zeug noch an. Also ich war heute mal auf dem Server und habe den mal neu gestartet, habe an den Konfigurationseinstellungen etwas geschraubt. Scheinbar war das alles noch gar nicht aktiv. Aloe. Ich brauche Aloe-Blätter. Weil die Tränke sind echt künstlich herzustellen. Und sowas von tausendmal besser als einfache Bandagen. Also mit den Bandagen werde ich überhaupt nicht glücklich. Das Dumme ist ja vor allen Dingen, wenn du eine Bandage benutzt und dich bewegst, dann unterbricht er den Regenerationsprozess und du hast die Bandage verbraucht für nichts und wieder nichts. Zumal die 5 Leder kostet. Oh, da hinten Aloe. Ich brauche Aloe-Blätter. Kostbare Aloe einsammeln. Ach nee. Mein Sohn nennt es immer Aloe Vera. Aber es hat ja nichts mit dem Produkt zu tun. Bloß weil es Aloe verwendet. Nee, brauche ich nicht hin. Ich renne mal wieder einen Fluss runter. Oder rauf. Gucken, ob ich etwas Rinde bekomme. Rinde, ist das... Ich habe nicht rausgerückt, ob es irgendeinen Sinn macht. Holz, Ast. Ja, ich glaube, mit der Pickaxe ist es besser. Mit der breiten Axt oder mit der Axt kriegt man scheinbar keine Rinde aus dem Zeug rausgeschlagen. Ist ja gut, meiner. Was habt ihr Schönes zu bieten? Tierhaut, sehr gut. Und Blut. Was habe ich da für Blut? Dämonenblut. Krass, habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt hätte ich fast meine Aloe vergessen. Oh, 100. Mm, das ist schon gut. Rinde, okay. Oh. Wo denn nur? Oh, hat mich noch erwischt, das Vieh. Jetzt gibt's Trasher. Nochmal. Alter. Eine Biene essen. Da möchte man einfach nur in Ruhe seine Rinde abbauen und
ständig von diesem Tier heimgesucht. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mehr Rinde. Blindfischig veranlagter. Rinde. Ich brauche Rinde. Wenn man so ein Wort lange genug wiederholt, weiß man irgendwann nicht mehr, was es bedeutet. Oh, Alter, du blöde Ratte. War das nötig? Jetzt kann ich wieder meine Bienen in mich reinstopfen. Wer? Wer ist hier Sturm? Ah. Schwappel, woher kommst du denn? Keine Rinder. Ich krieg gleich die Wut. Immer schön die Bienen in den Hals. Was trinken? Da liegt mein räudiger Kataver. Ich baue den auseinander. Komm, Senseless, ja, sehr gut. Du hast dir selbst gut Haut gegeben. Oh, hier wächst auch mein Aloe. Da kann ich eigentlich gleich wieder etwas pflanzen. Hatte ich nicht Samen doch hier. Und Dünger. Sieht auch gut aus. Was mache ich eigentlich mit diesen Mistmaten? Nochmal, der braucht... Ach, fauliges Fleisch. Okay, das hole ich gleich. Fauliges Fleisch. Dann die Steine da rein. So, die nehme ich mit hoch. Obwohl 370 Holz, ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass es vielleicht mehr wären. Ist okay. So, wo habe ich die Mistmatte? Was? 50 fette Raupen? Krass. Ich dachte, es war bloß eine. Aber wo habe ich diese Fettsäcke hingepackt? Die müssen doch irgendwo sein. Aber wo? Verdirbt das? Nein, das ist gut. Das ist sehr gut. Das Holz da rein. Der andere Schrabel kann alles hoch. Ja, das kann alles hochgebracht werden, Bursche. Pack alles schön in die Truhe. Sonst setzt es Schläge. Und hier brauchte ich noch fauliges Fleisch. Und dann bau mal was. War jetzt, glaube ich, nicht so viel, was ich an Dünger herstellen konnte.
Ja, ist gut. Wo ist es denn? Sitzt das bei meinen Aloe-Blättern? Nein, zum Glück nicht. Ah ja, hat mich trotzdem gesehen. Guck sich aber diese Schnappmäuler an. Ausgeschnappt hat sich's. Sportsfreund. Da kommt schon das nächste angequiekt. Oh, Alter, ich hasse dieses Pack. Und noch einer, weil es fetzt. Ihr seid so nutzlos. Ist doch nicht möglich, Alter. Da will mich doch verarschen. Ja, aber eigentlich habe ich... Es ist schon wieder drei solche Viecher hier. Ist denn das die Möglichkeit? Plus dem Dreckschwein, was da vorne noch rumkraucht. Ach nee. Ach ja, doch. Nein. Der kann doch noch... Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist ohne Sinn, Alter. Ohne Sinn. Tötest eins, kommt drei. So blöd, wie er aussieht. Oh, das gibt fettes Leder. Aber ich habe schon tausende von diesen scheiß Reptilienhaut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Das kann man irgendwie umwandeln, glaube ich, aber ich weiß jetzt nicht mal genau zu was. Und ich will doch bloß meine Aloe-Blätter sammeln. Verdammte Scheiße, du Scheißhirsch, dafür glaubst du dran jetzt. So, du bist dran. Du bist schuld an der ganzen Scheiße. Du lockst diese Viecher an. Ich hab's doch genau gesehen. Da schnarcht doch schon so ein Mistvieh. Okay, den habe ich gut. Dem habe ich es gut gegeben. Ist eine Biene. Nein, das Kleine darf leben. Aber hier der Große kriegt's. Okay, erstmal ganz klassisch vorbei. In den Arsch. Das tut mir leid. Ist der abgehauen? Der hat gesehen, dass sein Kumpel dran glauben muss und ist gleich flüchten gegangen. Das sind kleine. Die lasse ich lieber noch. Die sollen erstmal wachsen in aller Ruhe. Dann können wir weiterreden. Ja. Ist ja schon lange her, dass ich das letzte Mal einen Kampf mit einem Krokodil hatte. Trifft mich. Ey, mein Schild. Kaum hast du dir eine Biene in den Hals gesteckt, dann kommt das Viehzeug an und macht es wieder kaputt. Kriege ich eigentlich von dem, wenn ich mit der Spitzhacke drauf umklopfe? Knochen, ah, Knochen. Okay, Knochen brauche ich für Dünger. Also Knochenmehl. Oh, da, was Großes. Ich schleiche mich an.
schleiche mich an. Und da war es passiert. Schleiche mich an. Und hieb und zack und weg war's. So, essen, Junge. Essen und Aloeblätter sammeln. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Doch er wusste nicht, was er machen sollte. Er war so blöd wie ein Stück Holz. Er rannte ziellos durch die Gegend, kloppte sich mit Krokodilen herum und vergaß, seine Aloeblätter zu sammeln. Weg. Ins Leere gesprungen, was? Nein, weg, zack. Und jetzt stürmt vor. Ja, macht mehr Sinn als dieses blöde fette Zeug an Haut, was die da fallen lassen. Da bin ich schon. Damit kann ich die Leute totwerfen. So viel habe ich davon schon im Inventar. Da steckt sein. Erstmal meinen Reichtum nach Hause bringen. Bevor ich ihn durch irgendein. Ne, geht ja gar nicht, ich verliere es ja nicht mehr. Stimmt. Gongo Otto kommt! Ich fasse es nicht! Da kann es wieder auf Abenteuer gehen. Mit Otto. In den Sonnenuntergang geritten.